Hallo, schön, dass du wieder da bist. Das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Und ich will mal versuchen, ob ich die Geschichte abschließen kann, zumindest meine. Danach geht es natürlich trotzdem noch weiter, und zwar mit näheren Informationen für dich über die Dynamik einer solchen Beziehung, damit du noch besser verstehen kannst, was da eigentlich vor sich geht. Was mir auch ganz wichtig ist, die meisten denken, wenn sie nicht verprügelt werden, also keine körperliche Gewalt erfahren, dass sie ja nicht zu diesem Opferkreis gehören und kein Anrecht auf Hilfe hätten. Das ist totaler Unsinn, weil auch seelische Gewalt und emotionale Gewalt ist Gewalt. Und wenn jemand Angst haben muss jeden Tag, wenn jemand niedergemacht werden wird, wenn jemand unter Druck gesetzt wird, wenn jemand ganz einfach bösartig manipuliert wird, dass er nicht mal er selber ist, ja, und mit Worten verletzt wird, dann ist das auch Gewalt. Ja, bis es so weit kommt, dass eine Frau oder ein Mann überhaupt verprügelt wird, geht dem ja eine sehr lange Geschichte voraus und eigentlich auch so ziemlich immer das gleiche Muster oder sagen wir mal ziemlich ähnlich. Und man darf dabei wirklich nie vergessen, dass es trotzdem Gewalt ist, dass es Manipulation ist und zwar der bösartigsten Sorte oder einer der bösartigsten Sorten überhaupt. Und was ist daran so bösartig? Ganz einfach, indem es einfach mit einem totalen Bombardement von Liebe anfängt, ja, vermeintlicher Liebe. Du meinst ehrlich, du hast den Märchenprinz oder die Märchenprinzessin vor dir, die tun alles für dich, die, habe ich ja schon gesagt, horchen dich aus, aber nicht, weil sie sich für dich interessieren, sondern weil sie wissen, was sie tun müssen, um dich zu bekommen, ja, um dich zu angeln, und das präsentieren sie dir auch, dass du dieses Bild bekommst, dass du total auf sie abfährst, sie bescheren dir den siebten Himmel auf Erden. Das ist eigentlich das Fatale, dass diese Beziehungen so anfangen, dass sie total, dass du total in den Himmel gehoben wirst, dass du totales Highlight hast, dass du mega euphorisch bist, dass du glücklich bist. Die machen dich richtig glücklich, die lassen dich schweben, die reißen dir den Boden unter den Füßen weg, erst im Guten und dann im Schlechten. Und einfach durch dieses Bombardement von all diesen guten Sachen, übermäßig guten Sachen, ist überhaupt die Tür offen, ja? Ein Mensch, den du gleich angreifen würdest und gleich anmachst, der macht dir nicht so die Tür auf wie jemanden, den du erstmal in den Himmel hebst, ja? Und in dem du dich unvergesslich machst. Aber das möchte ich einfach, das ist ein sehr, sehr mannigfaltiges Thema, das ich halt immer ein bisschen angerissen habe, nochmal vertiefen im nächsten Jahr. Und jetzt möchte ich einfach die Geschichte, so gut ich es kann, versuchen, zu Ende zu bringen, was mir auch sehr unter den Nägeln brennt. Eben, weil es mich sehr lange beschäftigt hat, weil ich sehr lange den Mund gehalten habe. Mein Schweigen war Gold, ja, mein Schweigen war Gold für die Mächtigen. Ich weiß nicht, von wem dieser Spruch ist, aber er ist tatsächlich so und es ist etwas daran. Wenn du deinen Mund hältst, dann machst du den anderen mächtig. Und wo habe ich aufgehört? Ich habe aufgehört, dass ich mich verliebt hatte in den Paul. Ob es jetzt direkt der Paul an sich war, den kannte ich ja eigentlich nicht so wirklich, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war eher diese Ahnung von einem anderen Leben, in das ich mich verliebt habe, in die Chance, vielleicht frei sein zu können, Freiheit zu erfahren. Ja, das hat, glaube ich, der Paul für mich verkörpert, unbewusst. Aber es ist eigentlich auch völlig egal, ob ich mich jetzt in ihn oder in ein Gefühl der Freiheit oder in was auch immer verliebt habe. Dieses Gefühl, was wirklich sehr, sehr heftig und intensiv war, hat mich so aus diesem Dornröschenschlaf aufgeweckt. Ja? Wobei mehr Dorn als Röschen es war. Ich habe wirklich geschlafen. Ich habe mein Leben, mein Ich verschlafen. Mein Ich hat gepennt wegen der ganzen Dornen. Ja, von den Rosen habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Und es wurde eigentlich wirklich Zeit, dass ich daraus erwache. Und aus heutiger Sicht würde ich sogar sagen, egal wie, Hauptsache ich bin erwacht. Ich hatte aber ein verdammt schlechtes Gewissen. Ich wollte das nicht haben. Ich wollte das Gefühl überhaupt nicht haben. Ich habe dem Paul das nicht mal erzählt am Telefon, dass das so ist, weil ich mir da auch nichts, erstens nichts an Chancen ausgerechnet habe und zweitens,
ein ganz anderer Typ Mensch ist. Ich dachte mir, das kann nicht klappen. Und drittens ist es sowieso generell keine gute Idee, weil ich habe mittlerweile auch schon geglaubt, dass ich diejenige bin mit dem Beziehungsproblem, dass ich diejenige bin, die alles kaputt macht. Ja, und wie er es mir auch immer eingeredet hat, ich habe nicht alle Latten am Zaun. Also, dass das alles schön an mir liegt. Ja, ich habe ja schon erwähnt von meinem Ex-Freund, der in der Schweiz wohnte und dann auch mit seinem guten Freund bei uns zu Besuch war, auch mal eine Weile gewohnt hat. Der kannte mich natürlich recht gut. Also wir waren befreundet geblieben. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten uns auch einvernehmlich getrennt, weil wir festgestellt haben, ja, wir fühlen halt diese Beziehung nicht. Wir wollen auch beide so eine Art, wir sind nicht in der Lage, so eine Beziehung zu führen. Und wir haben es dann einfach freundschaftlich getrennt. Und ich dachte wirklich, dass wir gute Freunde sind. Zu dem Zeitpunkt hat er auf jeden Fall gute Antennen für mich noch gehabt und sagte, ja, fragte mich, was los ist. Er hat gemerkt, ich habe was. Es brennt was in mir. Ich wollte mal nicht drüber reden. Und irgendwann habe ich dann doch mit der Sprache rausgerückt und gesagt, du, ich habe mich verliebt. Und dann um Gottes Willen auch noch in einen Kumpel von ihm. Um Gottes Willen, ja. Ich schäme mich so, wie kriege ich das wieder weg? Das ist ja furchtbar. Und ich habe mich wirklich wie das letzte Stück Dreck gefühlt. Ich dachte, wie kann dir sowas passieren? Das ist so unglaublich schlimm. Ich hatte solche Schuldgefühle, das kann man gar nicht wiedergeben. Und er hat das dann ein bisschen aufgelockert und meinte, mach dich doch deswegen nicht so verrückt. Hast du ihm das denn dann schon überhaupt erzählt? Und sagte, nein, natürlich nicht. Ja, ganz schlechte Idee. Und er hat mir wirklich gut zugeredet und sagte, immer wieder auf mich eingeredet, du musst ihm das sagen, sprich doch mit ihm. Und von dem, was du mir über ihn erzählt hast, glaube ich, dass ihr sogar tatsächlich vielleicht zusammenpassen könntet, ja. Also ich habe da ein total gutes Gefühl. Du musst unbedingt mal mit ihm sprechen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich kann mir das nicht erklären, aber mein Gefühl sagt mir, ihr beide könntet zueinander passen. Da dachte ich auch, naja, ganz klasse. Glaube ich zwar jetzt nicht, aber okay, mit allem hatte er eventuell recht. Ich musste mit ihm reden, mit dem Paul und ihm das wenigstens sagen. Das hat dann auch 2 bis 3 Stunden gedauert, bis ich dann mal die Zähne auseinandergekriegt habe, um das rauszubringen. Paul war natürlich richtig schockiert. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Ich weiß noch, wie er sagte, was, mich? In mich? Und seine zweite Frage war dann gleich, ja, und was ist mit Andreas? Ich nenne ihn jetzt mal Andreas, weil er auch in der Zeitschrift Andreas hieß. Ja. Sagte, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Und sagte, ja, da sind wir uns einig. Und haben nach einigen Hin und Her das aber auch erstmal sacken lassen wollen. Das heißt, dass jeder für sich da mal drüber nachdenkt und das einfach sacken lässt. Da ist es ziemlich harter Tobak und es ist eine echt beschissene Situation gewesen. Ja, ich habe das dann meinem guten Freund erzählt. Er hat sich natürlich gefreut, sagte, klasse, und ich glaube, mit euch das wird was. Ach komm, mach dir nicht so viele Gedanken. Ich habe da echt ein guten Draht nach oben, meinte er tatsächlich, er hat einen guten Draht nach oben. Und der sagt mir, ihr beide, ne? Ich glaube, das ist der Mann deines Lebens für dich. Ja, ich habe das da noch nicht geglaubt, aber es klang schön in meinen Ohren, weil wenn jemand verliebt ist, dann will er sowas hören, genau das brauchst du dann. Du erinnerst dich, du warst sicher, du bist ja jetzt nicht mit ihm zusammen und warst nicht mal in ihn verliebt. Ja. Und wenn du verliebt bist, dann ist das Musik in deinen Ohren, wenn dich jemand dann noch bestärkt, auch wenn du Zweifel hast. Aber trotzdem, das fühlt sich einfach toll an und regt zum Träumen an. Nach einiger Zeit, wo ich das hab sacken lassen, war ich jetzt immer noch nicht wirklich der Meinung, dass ich da eine Beziehung mit Paul anfangen sollte, dass das eine überhaupt gute Idee wäre. Aber es wurde mir klar, die Beziehung mit Andreas, die muss beendet werden. Ja, weil völlig egal, ob ich jetzt jemand anders liebe, eins ist Fakt, ich liebe ihn nicht mehr. Und das muss ich ihm sagen. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Das Problem war, dass der liebe Andreas das nicht glauben wollte.
Er sagte allen Ernstes zu mir, du bist zu dumm, du warst immer schon zu dumm, deswegen muss ich auch für dich denken, du weißt nicht, wie sehr du mich liebst, ich weiß aber, dass du mich liebst, du weißt es nicht, aber es wird dir schon wieder einfallen. Natürlich werde ich das nicht akzeptieren, du weißt ja eh nicht, was du redest, ja? Er hat mich nicht Schluss machen lassen, er hat mich nicht gehen lassen, ich wollte gehen, ich wollte Schluss machen, ich habe ihm gesagt, ich liebe dich nicht. Du weißt nicht, was du willst und was du da sagst. Ja, natürlich liebst du mich. Der war so von sich überzeugt. Unglaublich. Also, wenn ich zu jemandem sage, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe dich nicht, und der andere sagt, natürlich liebst du mich. Du bist total krank im Kopf und auch total dumm. Was warst du schon immer? Ich weiß, du liebst mich. Und bis dir das wieder einfällt, bleibst du hier. Ja, das ist schon ziemlich krank, muss ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, welche Krankheit, aber es klingt nicht gesund. Und noch ein bisschen kränker als wie auch immer ich je gewesen bin. Ja, da hatte ich ein Problem. Er ließ mich nicht gehen. Ich wollte gehen. Er wollte mich nicht gehen lassen. Er hat ein Nein und ein Aus nicht akzeptiert. Das ist mir so. Also, ich kannte das ja von ihm, aber das hat er noch ein paar Zacken schärfer nachgelegt. Das war wirklich schlimm. Und machte dann natürlich auch Annäherungsversuche und sagte: Ich weiß, ich habe dich ein bisschen vernachlässigt. Ich sollte mich mal wieder mehr um dich kümmern. Ich wollte aber nicht, dass er sich um mich kümmert. Also, dann fiel mir ein: Okay. Du warst ja in deinem Leben nun auch schon ein paar Mal in der Psychiatrie wegen Depressionen und Co. Das ist vielleicht deine Rettung. Und er weiß das. Also habe ich ihm gesagt, ich bin hochdepressiv und ich brauche mal wieder eine Einweisung in der Psychiatrie. Das fand er gar nicht lustig. Denn sein erster Gedanke war ja ganz klasse. Da muss ich der da unten noch Geld geben oder wer kümmert sich jetzt hier um alles, um die Hunde und das. Ja. Super, dann will die sicher Geld haben, damit die das überhaupt macht. Da habe ich dann auch mal wieder gesehen, was ich mal grundsätzlich eigentlich auch nur für ihn bin. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin gerade im geistigen Höhenflug, frag mich nicht wie, aber er kam. Und nämlich auch recht fassungslos sagte und sagt, ach, wäre dir lieber, ich bin dann tot oder so. Sagt er, nein, natürlich nicht. Ja, da müssen wir halt gucken, dann gebe ich dir da unten halt den Geld. Oh. Ja, er mochte die da unten auch nicht so, was sie nicht wusste. Und bis zum heutigen Tage wahrscheinlich auch nicht weiß. Aber ja, hat ihn ziemlich abgenervt, der dann Geld geben zu müssen. Damit sie sich mal um die Hunde und Co. kümmert, während er arbeiten muss. Ja, gut, wie auch immer, er war dann irgendwann sicherlich überzeugt, dass es besser wäre, auch wenn ich eine Weile nicht da wäre. Ich lebe dann aber noch, also ich bin völlig weg. Weil er weiß, ich habe auch früher diese Versuche gemacht. Das habe ich. Was er natürlich nicht wusste, ist, dass ich im Augenblick diese Gedanken tatsächlich nicht hatte. Ich wollte nur weg und suchte Trick 17. Und das habe ich auch durchgeboxt bekommen. Er fuhr mich dann also zum Arzt und da habe ich dann auch eine Einweisung bekommen. Ich weiß aber, was ich sagen muss. Ja? Bin dann ja auf den Kopf geflogen. Aus Erfahrung heraus schon. So, dann habe ich in der Psychiatrie angerufen und habe erfahren, da gibt es Wartelisten. Ich komme da gar nicht hin. Da habe ich noch, um Gottes Willen, also aus heute denke ich, um Gottes Willen, wenn du da wirklich ein Problem hast. Wie kann denn eine Psychiatrie besetzt sein? Dass du warten musst, mindestens 3 Monate hätte ich warten müssen. Da habe ich dann gehabt, 3 Monate, das halte ich nicht aus. Der versucht ja wieder die Annäherung zu suchen. Ich halte es nicht aus mit mich. Ich halte es keinen Tag mehr länger aus. Und da habe ich schon teilweise wirklich schon Selbstmordgedanken wieder bekommen. Ja? Trotz aller Verliebtheit. Ich dachte, oh Gott, meine Welt bricht zusammen. Und dann habe ich halt wieder meinem guten Freund mein Leid geklagt und er sagte, pass auf. Ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir jetzt. Das kriegen wir hin. Du redest nochmal mit Paul und fragst ihn erstmal, ob du da nicht zu ihm kommen kannst. So, habe ich dann gemacht. Paul sagte, ja klar, kannst du. Okay. Nachdem das dann geklärt war, sagte er, wir machen das so. Du packst deine Sachen, dann wenn du arbeiten ist, wir haben einen Termin verabredet. Und ich sage meinem Kumpel, der nur eine Straße weiter gewohnt hat an der Wohnung, Bescheid, dass er dich abholt um die Uhrzeit. Dann stehst du draußen mit deinen Sachen und er bringt dich in die Wohnung. Und von dort sehen wir weiter, dass du erstmal da weg kannst. Ja, weil um die Uhrzeit nachts, da mit dem Zug, die Masse an Geld hatte ich jetzt gerade auch nicht da. Nur ein bisschen was, was ich immer mal wieder abgezwackt hatte, so. Halt das Kleingeld kurz vorm Waschen, ne? Wenn man dann die Hosen ausleert oder sowas, hatte ich mir zur Seite gelegt. Und ich habe dann auch gepackt, als der Termin dran war. Und mir ging es echt schlecht, weil ich hatte dort meine Tiere lassen müssen, an denen ich hing, meine Pflanzen, meine Sachen. Das war wieder diese Ungewissheit wie damals und ich hatte
Angst, klar, aber noch viel mehr habe ich geweint. Ich habe, während ich gepackt habe, ich habe bitterlich geweint in jedem Raum. Ich habe wirklich richtig Rotz und Wasser geheult und dann trotzdem noch irgendwie versucht zu packen. Und kurz bevor ich rausging und meine Sachen dann an einer etwas dunkleren Seite, die nicht so hell beleuchtet war, am Haus, am Garten, abgestellt habe, um auf seinen Kumpel zu warten. Also kurz davor, bevor ich die Tür schloss, habe ich meine Papageien nochmal angeguckt. Die waren nämlich mein Leben, die waren mein Ein und Alles, meine einzige Freundin. Ich muss sagen, bin leider viel unter Depressionen, aber diese Vögel, wenn die irgendwas gesagt haben, das ist das Einzige, was mich zum Lachen bringen konnte in meinem Leben. Und ich habe viel versucht, was mich aufheitern konnte, was mir Lebensmut und Lebensfreude gegeben hat. Und ich wusste, ich kann die nicht mitnehmen, ja. Die sind laut, das macht nicht jeder Vermieter mit, das geht nicht. Ich wusste, ich werde sie vielleicht auch nie wiedersehen. Einfach weil es sie nicht halten kann. Solche Tiere kannst du in einer kleinen Mietwohnung schlecht halten, da kannst du Probleme kriegen. Das ist ja kein Nymphensittich. Ja, das waren zwei Graupapageien, so eine großen Graupapageien, und wenn die ihre 5 Minuten hatten, dann waren die auch verdammt laut. Das hat man dann schon ein paar Häuser weiter gehört, mit geschlossener Tür. Sollte man nicht unterschätzen. Mir hat auf jeden Fall unglaublich das Herz geblutet. Und wenn du Tiere, Kinder hast, dann kannst du mich verstehen. Dann weißt du, wie furchtbar es ist, wenn man jemanden oder etwas, was man liebt, zurücklassen muss. Das zerreißt einen innerlich. Das zerreißt das Herz. Und es war für mich wirklich richtig schlimm. Die Ungewissheit. Aber ich wusste, ich muss gehen. Egal wie, egal was kommt, ich muss hier weg und ich muss wirklich jetzt hier weg. Und natürlich wusste ich auch, ich verlasse jetzt meine Komfortzone, ja? Schluss mit schönem Haus. Mir war gar nicht klar. Also in dem Augenblick, wo man geht, sieht man eigentlich, oder habe ich nur diese Sachen gesehen, die ich verliere, aber nicht, was ich eventuell gewinnen könnte. Das ist fatal und das ist sehr traurig und sehr schlimm, dass man in diesen Augenblicken nur diese Dinge, den Fokus auf diesen Dingen hat, wo einem das Herz brennt und schmerzt. Und das ist wirklich nicht leichter, einfach zu gehen. Und die Existenz, ich hatte im Obdachlosengeheim gelebt. Ich wusste, wie es ist, wenn man wenig hat, ja. Und ja, ich wusste nicht mal, wie bei Paul aussieht. Ich wusste es nicht. Und es war. Ich wusste aber in mir drin, dass egal wie es ist, ich einfach jetzt gehen muss. Weil ich auch schon wieder, weil ich auch Angst hatte. Du kennst diese Kämpfe. Du hast dich ja schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht oder bist mal gegangen. Du weißt, wovon ich rede. Es ist nicht einfach. Viele sagen dann immer, ja, dann geh doch einfach. Nein, es ist nicht so einfach zu gehen. Es ist nicht einfach zu gehen. Es ist noch nicht mal einfach, selbst wenn man denjenigen nicht mehr liebt, ist es einfach nicht einfach zu gehen, weil diese Menschen einen nicht gehen lassen. Er wollte mich nicht gehen lassen. Er hat gesagt, ich lasse dich nicht gehen. Ja? Und wenn du dann trotzdem gehst, dann machst du ein Rennen mit, dann kannst du dich darauf verlassen, dass es nicht lustig wird, dass es gar nicht lustig wird. Und das ist total schlimm und total furchtbar. Er hat mich dann abgeholt, wie es vereinbart gewesen ist. Und wir sind dann zu seiner Wohnung gefahren. Dann hatten wir dann übers Telefon, man kann ja auch mit mehreren reden, ja, ging damals auch vor 4 Jahren, besprochen, wie wir das machen. Und ich bin dann einfach, habe mir eine Fahrkarte geholt bis Mannheim für 50 Euro, die ich gerade noch irgendwie hatte. Und der Paul ist mir entgegengekommen auf halber Strecke. Er wäre mir auch ganz entgegengekommen, allerdings sieht er nur 2% und ist. Er hat einen Ausweis, damit kann er und eine Begleitperson umsonst fahren. Wenn er jetzt aber noch jemanden mitgenommen hätte, der ihn bis dahin führt, wo ich war, dann wäre ja auch schon wieder dieser Platz weg, ja. Von daher war das für uns beide am einfachsten, dass wir sagen, wir treffen uns in Mannheim. Und am nächsten Morgen hat dann der Kumpel mich auch tatsächlich zum Bahnhof gefahren, ein paar Bahnhöfe weiter, und ich weiß noch, wie ich da saß an dem Gleis, und dann kam eine SMS vom Andreas rein. Na, das hast du aber schön ausgedacht. Das muss ich schon sagen. Und ich habe da aber nicht drauf geantwortet. Das war keine gute Idee. Als dann der Zug
kam, war ich auch richtig froh, dass ich auf eine nette Frau dort getroffen bin, mit der ich mich unterhalten konnte. Das hat mich abgelenkt, weil sonst hätte ich auch wieder nur Angst und 100.000 negative Gedanken gehabt. Ja, als wir uns dann in Mannheim zum ersten Mal eigentlich wirklich gesehen haben, also ich hatte ihn vorher schon mal ganz kurz gesehen, aber nicht richtig wahrgenommen. Ich habe mir das nicht abgespeichert, dass ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe. Das hat dann schon wirklich Zong gemacht. Und dann war es für uns beide eigentlich keine Frage mehr. Wo das vorher noch in Zweifel war, ob wir überhaupt da irgendwas versuchen sollten, war es dann kein Zweifel mehr. Und wir haben gesagt, wir machen das nach dem Gespräch, wo wir uns nochmal unterhalten hatten, dort direkt bevor wir weiterfuhren. Haben wir gesagt, okay, wir versuchen es. Wir versuchen es zumindest. Und ja, waren dann beide irgendwie, ich weiß nicht, es war so von der ersten Sekunde, das hat dann Klick gemacht, einfach. Ja. Und der, mein guter Freund, meldete sich dann auch. Ich hatte ihm dann berichtet, wie das alles verlaufen ist. Und er war ja noch bei dem Andreas und ich hatte ein echt schlechtes Gewissen. Ich habe gesagt, kümmere dich ein bisschen um den Andreas. Und es tat mir trotz allem leid, egal was war, aber verrückt, er tat mir noch leid. Und ich habe mich unheimlich schuldig und unheimlich schlecht gefühlt. Also wirklich richtig schuldig. Wie das letzte Stück Dreck habe ich mich gefühlt in dem Augenblick. Und ja, wie der schlechteste Mensch von der ganzen Welt. Und ich habe, meine Sorge war, ich habe echt gesagt, kümmere dich bitte, wenn du da bist, kümmere dich um ihn, hilf ihm irgendwie. Ja, weil er mag auch die da unten nicht, hilf ihm. Der hat ja eh nichts zu tun, der ist ja auch dauerarbeitslos in der Schweiz und hat auch keinen Bock zu arbeiten, das sagt er sogar ganz offen. Ja, aber mal so, er hat ja natürlich auch nichts dagegen, für ein bisschen Geld da mit den Hunden Gassi zu gehen und so weiter und so fort. Hat er auch gemacht. Irgendwann war es aber leider so, dass aus diesem, ihr seht ja so schnuckelig aus, SMS und Co. Und ich bin so glücklich, dass ich euch beide zusammengebracht habe. Und das hatte er tatsächlich. Er hat uns zusammengebracht. Ohne seine Hilfe und ohne sein Zureden wäre das nicht geschehen. Wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann wäre es sehr schwer gewesen. Aus diesem dann irgendwann wurde, der Andreas ist immer so nett zu mir und der gibt und tut mir alles für mich. Das kann ich jetzt nicht mehr. Habe ich gesagt, okay, das in gewisser Art verstehe ich es. Und ich habe mich auch echt noch verdammt schuldig gefühlt. Habe ich gesagt, aber tu mir bitte noch einen Gefallen. Ich brauche unbedingt meine Festplatten. Ja, weil da sind prekäre Aufnahmen drauf, Nacktaufnahmen, die Fotos und so weiter, die habe ich gemacht. In einer Beziehung auch früher mal, das war ja, ich gebe es zu, dämlich. Dämlich, 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 dämlich. Nicht wegen den Aufnahmen, sondern dass er da ran konnte. Ja, dass ich es ja auch da gelassen habe. Es war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Das gehört noch einer, der mit dazugehörte, diese Nacktfotos und Aufnahmen von mir machen zu lassen. Weil das war halt damals in einer Beziehung, ich habe mir da nichts Schlechtes bei gedacht. Es kann aber dann irgendwann schlecht nach hinten losgehen. Ein, weil dann der andere auch gewisses Druckmaterial in der Hand hält. Und ja, ich konnte ja nicht alles mitschleppen und mir fielen dann die Festplatten ein und gesagt, bitte, bitte, schick mir diese Festplatten. Ja, das noch, wenigstens das noch. Und sagte, ja, okay, kann ich machen. Ich so, wir geben dir auch das Geld für den Karton, habe noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und dann habe ich mich gewundert, wo bleibt das denn? Warum schreibt er mir die Sendungsnummer und Co. nicht? Ja, damit ich weiß, wann das ankommt. Sagte, nö, hatte noch gar nicht losgeschickt, als ich nachfragte. So wie, noch nicht losgeschickt? Ja, ich musste das sagen, ne? Der Karton steht jetzt da und er hat mir dann auch erzählt, dass der jetzt alle Festplatten sich anguckt, sich Sachen runterkopiert, ja. Ich dachte, ich stehe im Wald. Sagte, ja, und der muss das erst absegnen. Der überlegt noch, was er dir gibt und was er dir nicht geben wird von meinen Sachen. Von meinen Sachen überlegt Andreas, was er mir gibt. Eine bodenlose Frechheit über andere Menschen Eigentum so zu verfügen. Ja, da kriege ich mich heute schon nicht ein. Da kriege ich echt, oh, so eine Aggression.
Habe ich damals leider nicht gekriegt. Ich hatte damals, da war ich ja noch Opfer, leider immer nur Angst, Angst, Angst. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt kriegt er meine Fotos. Ja. Falls irgendwann mal irgendwas aus dir wird oder was weiß ich auch immer, er hat ein Druckmittel in der Hand. Das war für mich eine totale Horror. Totale Horror. Gut, heute habe ich mich davon freigemacht. Ich sag's ja auch, also wenn mal was auftaucht, war ich ja. Gut, dann ist es so, dann ist es so. Aber trotzdem lasse ich mich heute von sowas nicht mehr klein machen. Und wenn du auch so eine Aufnahme hast von dir, so what? Ja, wenn es Aufnahmen gibt, dann sahst du wohl auch schön aus, oder? Ja, dann gibt es Aufnahmen. Glücklicherweise ist es heute eine etwas aufgeklärtere und lockere Welt als es noch vor ein paar Jahren. Von sowas lass dich nicht ins Buchshorn jagen. Also, dass du dann aus Angst wegen so etwas bei ihm bleibst, was er vielleicht gegen dich verwenden könnte. Ja. Bitte lass dich da nicht von abhalten zu gehen. Nur deshalb. Ja, aber um zurück zum Eigentlichen zu kommen, fühlte ich mich, muss ich mal sagen, dann ziemlich verraten. Ich hatte ihn gebeten, mir diese Sachen zu bringen. Ja, aus genau diesen Gründen. Und er hatte auf einmal die Seiten gewechselt. Ja? Also Doppelagent, weiß ich nicht. Judas, ich glaube, das Wort Judas trifft es wirklich am allerbesten. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus sich gefühlt haben muss mit Judas, wenn man so verraten wird. Und er hat mich böse verraten. Etwas später kam dann noch eine rotzfrechere Mail von ihm. Ich soll ihm doch mal das Passwort für meinen Laptop geben, da kommt er nicht ran. Und dann habe ich gesagt, wie? Was suchst du an meinem Laptop? Da hast du nichts zu suchen. Da macht er mich an und wird total aggressiv, ja. Aber richtig böse. Also, es ist bei ihm auch wirklich faszinierend. Er tut ein Unrecht und versucht, anderen das in die Schuhe zu schieben. Ich rede jetzt von meinem sogenannten guten Freund, von meinem Judas rede ich, ja, nicht vom Andreas. Vom Andreas erwarte ich nichts anderes. Aber von ihm, den wir uns jahrelang gekannt haben, der weiß, wie Andreas ist, der mir gut zugeredet hat, Andreas zu verlassen, der sagte und schrieb, ich habe übrigens alle SMS noch, ja, ihr zwei Süßen, ja, oh, ich bin so froh, ich freue mich so für euch. Von genau dem muss ich mir so einen Rücken fallen lassen. Das ist das, was für mich schlimm ist. Ja? Nicht der Andreas, von dem ich nichts anderes erwarte, sondern mein Freund, der mir in den Rücken fiel, der mich verraten hat, der kein Freund war. Und zwar schlimm verraten. Richtig schlimm. Und dann sogar noch beleidigt war, weil man ihn darauf anspricht, dass er etwas nicht Korrektes macht, dass er sich nicht korrekt verhält. Dann ist der noch beleidigt. Das ist unglaublich. Da denke ich mir, was ist da falsch in deinem Kopf, verdammt? Ja? In meinem Kopf ist schon vieles ein bisschen anders. Aber sowas? So ein Verrat? Und das ging ja noch weiter. Ja? Er hat's genossen, dass er von Andreas das Auto nehmen konnte. Und richtig schön Geld gekriegt hat. Er hat mich verkauft für ein Butterbrot. Und etwas später schrieb er mich wieder an, als wäre nichts. Hey, ihr zwei Hübschen. Ist ja schon wieder Ostern. Wie geht's euch? Für wie blöd hältst du mich denn? Ja, das nur mal dazu. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen emotional, aber ich glaube, da wärst du auch emotional gewesen, ne? Also das ist schon ein ziemlich harter Tobak, so von beiden Seiten das Beste sich rauskrallen. Wenn du solche Freunde hast, da brauchst du keine Feinde. Ja, das war dann das. Da die Wohnung mit Paul, das da aber ein bisschen klein war und wir auch was Größeres brauchten und ich auch gerne meine Sachen holen wollte, haben wir natürlich nach einer größeren Wohnung gesucht. Das war unabdingbar. Aber keine gefunden. Ja.
weil ich wollte auch ganz gerne einen Garten. Ja, weil ich das einfach liebe, habe ich ja schon erwähnt. Ich liebe Pflanzen, ich liebe die Natur. Also wegen mir könnte ich auch wieder irgendwo im Wald, in einem Waldhaus wohnen, wie ich schon mal gemacht habe. Das ist meine Passion. Ich finde das einfach total toll. Ja, aber es gab nichts. Zumindest nicht in dem Preissegment, ja. War nichts Großes zu machen. Und dann hatte ich auch noch eine Operation. Und da wurde mir dann mal eben auch der ganze Bauch aufgeschnitten zu meinem Übel. Und dann ging gar nichts mehr. Ja, da konnte ich weder suchen noch sonst irgendwas. Und unabhängig vom Suchen war mir auch klar, nach einer Weile, ich muss mal da hoch und meine Sachen packen, falls ich was gefunden habe. Ich hatte versucht, trotz allem irgendwie es mit Andreas freundschaftlich irgendwie, auch wenn eigentlich das fast unmöglich ist, aber ich hatte gedacht, man kann, er hat es ja auch gesagt, der Andreas, das war allerdings nur Taktik. Okay, dann lass uns Freunde sein, ich sehe es ein und so, ne? Er war dann zwar enttäuscht von Paul, aber er sagte, okay, ja gut, ich muss ihn ja nicht lieben, aber lass uns Freunde sein und ich kann euch ja helfen, dann dir zuliebe hier eine Wohnung oder irgendwas zu finden. Natürlich wissen wir schon, im Schwarzwald gibt es keine Wohnungen. Nicht billig, unmöglich. Wir haben aber trotzdem dann unser Glück versucht, hatten dort auch eine Pension genommen, also für einen Monat, damit ich meine Sachen packen kann, damit wir uns da vor Ort vielleicht was angucken können. Da gab es leider nichts anzugucken und auch nicht viel zu packen. Ich hatte ein paar Sachen mitgenommen, noch von dort. Und als wir das zweite Mal da waren und es nochmal versucht haben, uns wieder für eine Zeit dort eingemietet hatten mit dieser Pension. Ja, hat er mich dann schon zwischenzeitlich versucht anzubaggern, was ich aber blockieren musste. Anzubaggern und dann wurde das stinkig und dann war auch vorbei. Ich musste es blockieren, weil ich dann ja natürlich gesehen habe, dass all die Versuche, die angebliche Freundschaft mit mir eigentlich nichts anderes waren, als auf diese Art mich wieder zurückbekommen zu wollen. Ja, und als er merkte, das klappte nicht, ja, dann hat er dann halt sein wahres Gesicht gezeigt. Und das letzte Mal, als ich dorthin wollte, um etwas zu packen, das war dann, ich weiß noch, ich hatte schon eigentlich schlechtes Gefühl und so eine Angst, bin aber trotzdem hingegangen. Ich dachte, du musst packen, du musst da jetzt hingehen. Das wird schon. Ich habe versucht, mir selber Mut zu machen. Ich habe dann immer so ein Lied gehört, hier von Adele, das habe ich dann auch eingestellt auf meiner YouTube-Seite ganz oben, das Neueste, wo es eigentlich auch darum geht, dass er mich gehen lassen soll, ja, auch vom Text, ja, jemand, der nicht loslässt und eben genau meine Situation, ich lasse dieses nicht gehen lassen wollen und nicht akzeptieren können und diese dunkle Liebe, was es ja war, es war dunkel, dass ich das loslassen kann. Ich habe mir also immer wieder das Lied angehört, habe es versucht zu singen, da habe ich so noch ein bisschen gelernt, um mir Mut zu machen. Das war immer so meine Art, wenn ich Angst hatte oder irgendwelche Gefühle damit nicht so klar kam, habe ich versucht, hat nicht immer geklappt, aber versucht, irgendwie das musikalisch umzusetzen, entweder durch Tanz oder Gesang. Weil dann auch egal, ob der Tanz oder Gesang schön ist, Hauptsache es hilft. Ja. Dann kam ich dort also an und stellte fest, dass er das Schloss ausgewechselt hatte. Mal wieder. Durch den Krach der Hunde, ich musste ja dann schellen, kam er dann von unten hochgestürmt auf 180. Hat mich dann zwar reingelassen, aber die ganze Zeit mich mit Morddrohungen übersät und sagte, wenn nicht nächste Woche deine Sachen hier weg sind, dann schmeiß ich dir alle raus. Glücklicherweise hatten Paul und ich uns sowas Ähnliches schon gedacht und er hat mich auf alles Mögliche wirklich vorbereitet. Wir haben immer geübt, was er sagt, was ich dann sagen soll. Und so kam alles wie aus der Pistole geschossen von mir zurück, sodass ich dann letzten Endes auch sagte, dann kannst du dich gleich zu deinen Möbeln mit dazu, zu meinen Möbeln mit dazu setzen, wenn du meine Sachen rausstellst. Sagte er, wieso? Dann habe ich ihm da auf seine Art mal zu sagen, mal rausgeholfen und mal ihm deutlich gemacht, dass ich sehr wohl auch etwas gegen ihn in der Hand habe, ja. Und wenn das herauskommt, dann für ihn Schicht im Schacht ist.
Ja, das fand er dann gar nicht lustig. Ich habe ihm aber auch gesagt, wenn er einfach mich in Ruhe packen lässt, ich will ja nichts, was mir nicht gehört. Ich meine, Sachen, nachdem sie gepackt sind, dann auch holen lässt, dass wir dann beide unser Wege gehen können. Aber diese Art Reden war von ihm nicht möglich. Also er hat mir wirklich mich dazu praktisch gezwungen, das zu sagen. Ich wollte das gar nicht, weil ich halte nichts von Anscheißern. Ja, das ist das Letzte. Das habe ich schon in der Schule gelernt und schon von klein auf. Verräter, Anscheißer sind nix. Das macht man nicht. Und ich hatte das auch nicht vor. Aber ja, wenn er mir sagt, dass er uns umbringen will und dann die Sachen rausschmeißt und nicht aufhört, mich zu beschimpfen, blieb mir keine andere Wahl, das siehst du auch, das irgendwann ihm einfach mal zu verdeutlichen, dass ich auch etwas weiß, wo es dann für ihn zu Ende gehen kann. Einfach mal, um ihn mal von seinem hohen Ross runterzuholen. Das hat er mir auch nicht zugetraut und dann ist er, wie gesagt, es war kein normales Reden möglich, war ja schon vorher auch nicht. Da bin ich dann mal durch jeden Raum geflogen und ich weiß noch, wie in einem Zimmer ich dann noch eine Schere gesehen habe, die da vor mir lag, so eine lange. Die habe ich dann als einziges, die habe ich eingesteckt. Ich dachte, oh je, vielleicht brauchst du sie jetzt. Eine innere Stimme sagte, wir waren oben, geh runter, geh die Treppen runter, bevor er dich schmeißt. Das habe ich auch noch gerade so geschafft und die Stimme war auch richtig, weil als ich unten war, bin ich dann gegen sämtliche Möbel geflogen, hat mir meine Jacke zerrissen, der hat die Hände an meinen Hals gelegt. Also, dass er nicht zugedrückt und also, dass er mich nicht erwürgt hat, wundert mich bis zum heutigen Tage. Ich wusste immer nur, ich muss die Schere wegpacken, weil das kann dann auch gegen mich gehen. Er hat dann auch die Haustür abgeschlossen und nur durch die Übung, die wirklich monatelange Übung mit Paul, wusste ich, was ich auch in einer solchen Situation, wir sind ja alles durchgegangen, zu sagen habe und habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es Freiheitsberaubung ist. Das hat ihn aus dem Konzept gebracht, weil das kannte er von mir. Er kannte dieses Ganze von mir überhaupt nicht. Weder, dass ich ihn mal von seinem Hohn raushole und ihm sage, dass ich ihn sehr wohl auch platt machen könnte, wenn ich wollte, noch, dass ich ihn darauf aufmerksam mache, dass es Freiheitsberaubung ist. Ja, er kannte von mir immer nur das Opfer, bitte nicht und dies und das und dass ich dann gesagt habe, was er hören will. Aber diese andere Seite hat ihn aus dem Konzept gebracht, so sehr, dass er dann tatsächlich die Tür aufgeschlossen hat. Ich bin dann nur rausgerannt. Der Hund mir hinterher, also einer der Hunde, tat mir dann auch in der Seele weh, ihn da lassen zu müssen. Er wollte mit mir mit. Warum wollte die mit mir mit? Ja. Das, ja, wahrscheinlich, weil ich sie nicht in die Rippen treten würde. Aber es war nicht mein Hund. Ich konnte sie nicht mitnehmen. Er hat die also lieber, wenn ich das auch mitbekommen hatte, lieber weggesperrt, als immer noch sie abzugeben. Ja, und wenn sie nicht spurt, da kriegt sie halt mit dem Stiefel eins in die Rippen rein. Wenn es sein muss, auch zwei, muss den Hund nur erziehen. Ne? So ist er. So ist er und so löst er seine Probleme. Löst. Ja. Wenn es für ihn da hinten losgeht, beißt der Hund mal irgendwann ihn. Das ist so dann das, wo da wahrscheinlich in der Zeitung steht, Hund hat gebissen. Aber der ganze Vorlauf, warum der Hund gebissen hat, wird leider nicht mit beachtet. Wie auch immer. Die wollte mit mir mit und der hat die gerufen. Der ist nicht, der Hund ist nicht zu ihm gegangen. Der wollte mit mir mit. Das Problem war, ja, es ist nicht meine. Ich musste sie zurückschicken und das hat mir in der Seele wehgetan. Wirklich. Sie ist dann auch zurückgegangen, er hat sie dann rein und ich bin weitergelaufen. Aber ich wollte zurück zur Pension, wo dann auch Paul gewartet hat, habe ihn dann angerufen währenddessen. Der hat sich dann in sein Auto gesetzt, der Andreas, und ist neben mir her und hat rumgeschrien. Und ich habe dann auch nur gesagt, wenn ich nicht ankomme, wird Paul die Polizei rufen. Ja, jetzt. Der konnte die ganze Zeit mithören und er war nur am Schreien, ich bringe euch um. Hals, Maul und. Also das war schon richtig laut. Wundert mich, dass das keiner groß mitgekriegt hat, ehrlich gesagt. Leise war es nicht. Ja, und das war dann das Thema. So viel dazu, ne? Ja, dann hatte ich dann meinem guten Freund doch nochmal davon berichtet, auf was er sich eingelassen hat, was er da eigentlich gerade gemacht hat, dass er mich durch die ganze Wohnung, dass er mir die Hände an den Hals gedrückt hat, ja, meine Sachen zerrissen hat, damit er weiß, auf welche Seite er gewechselt ist. Und da kam dann auch nur,
Lass mich da bloß raus, ich habe keinen Bock auf Polizei und alles, lass mich bloß in Frieden, ja. Und wenn du deine Sachen packst, denk dran, da sind auch noch meine Schallplatten, ja, dass du mir die bloß nicht nimmst. Das war seine Reaktion, das war seine Antwort. Das war seine Antwort da drauf, ja. Ja. Ich war auch da fassungslos. Und bin es noch immer, eigentlich. Das ging ihm um seinen eigenen Arsch. Er hatte echt Schiss, dass ich die Polizei rufe und ich soll ihn da gefälligst rauslassen. Er will damit nichts zu tun haben. Noch feiger geht's nicht. Noch feiger geht es nicht. Dann bin ich zurück und in der nächsten Zeit hat Andreas uns dann auch grob nachgestellt. Und versucht uns abzufangen. Und ich hatte teilweise echt Todesangst, weil ich dachte, wenn der uns kriegt, der bringt uns wirklich um oder was. Wir mussten ja teilweise Strecken durch den Wald gehen. Irgendwann waren wir dann mal im Laden einkaufen. Dann hatte da auch noch eine andere Nachbarin mich gesehen und ihn informiert. Das weiß ich da ja, weil er dann gleich danach aufgetaucht ist mit einem wilden Blick und uns gesucht hat. Also ich hatte mehrere Situationen, wo er dann auf einmal irgendwie auftauchte und es war wirklich nur Glück oder sein Auto zu sehen war, es war nur Glück, dass er uns nicht gekriegt hat. Das war also für meine Nerven absolut gar nichts. Es war wirklich schier unerträglich. Zu dem Zeitpunkt habe ich der unten, die unten wohnte, eine E-Mail geschickt, warum ich gegangen bin, was vorgefallen ist, ja, und habe sie aufgeklärt. Und da war das auch wieder. Das Einzige, was sie dann sagte, ja und, warum bist du denn gegangen? Da dachte ich auch, boah, bist du kaltschnäuzig. Das war auch dann noch kurz vor meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag kam dann irgendwas, hatte sie irgendwas geschrieben oder wollte was schreiben oder war irgend so ein Bildchen und dann hat sie mich da auch noch eingepumpt. Nee, ich hatte sicher nicht vor, irgendwas zu schreiben. Da dachte ich auch, boah, bist du kalt. Das war auch noch eine, von der ich dachte, dass sie mich mag. Das war dann Nummer zwei. Aber im Grunde genommen ist es auch kein Wunder, dass sie sich so verhalten hat. Ich meine, der Andreas hat sie auch immer schön von oben herab behandelt. Das hat sie gar nicht gecheckt. Wie er sich dann darüber lustig gemacht hat, dass sie nur so ein kleines Palmchen sich leisten kann. Ja? Wie er dann gesagt hat, ach, guck mal, das sind richtige Palmen, wann sollen die denn mal groß werden? Mit sowas ziehst du dir Neid zu. Neid und Unmut. Das ist was, was er nie verstanden hat. Er musste immer angeben. Ja? Aber man sollte schön aufpassen, wo man angibt. Weil man zieht Neider an. Und sie war natürlich neidisch auf mich, weil ich in ihren Augen all dieses Tolle hatte, was sie nicht haben konnte. Und das habe ich dann zu spüren bekommen. Das habe ich zu spüren bekommen. Von ihr. Und ich weiß noch, wir waren, Paul und ich, wir sind abends, haben wir auf dem Friedhof gesessen. Weil der war schön beleuchtet, da konnte man auch hin, aber noch nicht so, dass alles zu war. Da zumindest nicht. Und ich habe bei den Lampen gesessen und das war der einzige Ort, wo ich mich wirklich sicher gefühlt habe, irgendwo auf dem Friedhof. Und war dann ganz still und habe teilweise geweint. Wir haben natürlich keine Wohnung dort gefunden und sind dann zurück. Anschließend kam die Operation, die ich angedeutet hatte. Ich hatte das im Ablauf irgendwie ein bisschen, ne, noch verdreht. Dann kam diese Operation, weil ich hatte einen Darmverschluss gehabt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Das war wirklich alles aufgeschnitten. Ja. Und etwas später haben wir dann eine Wohnung gefunden. Wie durch ein Wunder. Eine Wohnung mit Garten günstig. Und dann ging es natürlich darum, die Sachen zu holen. Als wir das Geld dafür zusammen hatten, haben wir dann ein Umzugsunternehmen gefunden, was das sehr günstig gemacht hat. War zwar teuer, aber trotzdem noch sehr günstig. Und ich hatte extra viel bezahlt, weil ich wollte die Pflanzen auch haben. Wir hatten jetzt einen Garten, war ja Platz. Als er das erste Mal da war, sagte er, sowas hat er noch nie gesehen. Er kam in die Räume, wo die Pflanzen drin waren. Alle eingegangen. Er hat die alle eingelassen. Er hat gesagt, der muss krank sein. Also er hat das gesagt, dieser Mann muss krank sein. Das hat er noch nie gesehen. Wie kann man denn alle Pflanzen eingehen lassen? Das hat er gemacht, um mir einen Reiz zu drücken, meine Pflanzen eingelassen. Es waren viele und auch sehr teure. Wie auch immer. Und er hat auch nur die Hälfte an Sachen zur Verfügung gestellt. Das heißt, der LKW, der so schön teuer war, war zur Hälfte leer. Zur Hälfte leer. Ja.
Und ich rede hier nicht von einer kleinen Summe für ein Umzugsunternehmen, weil ich konnte ja selber nichts machen. Und wenn du es dann noch tragen lässt, dann ist es noch teurer, als wenn du nur einen LKW mietest. Und habe ich ihn angeschrieben, was ist mit den Sachen? Warum schickst du nur diese Sachen und dann auch nur die wertlosen Sachen mit? Ja? Auch nur Tüten mit meinen Klamotten und ein paar. Warum schickst du nicht meine Sachen mit? Also die auch teilweise von Wert waren. Ja, er meinte dann, ach, der Umzugsunternehmer hätte gelogen, er hätte alles hingestellt, wenn der nicht mehr reinkriegt. Ja. Und hat sich wahrscheinlich innerlich halb tot gelacht über uns. Also für uns war das ein finanzielles Desaster. Und nicht nur das, als wir die Tüten geöffnet haben und die Kartons. Da kam auch so ein Staub raus. Ich musste husten wie verrückt. Das war wirklich komisch. So viel Staub. Ich habe gedacht, boah, wo hat er die Sachen gehabt? So viel Staub, das waren richtig Wolken, die konnte man sehen. Und mir tat irgendwann echt meine Lunge weh vom Atmen. Ich dachte, naja, gut, okay, hat er die irgendwo auf dem Dachboden oder weiß ich wo abgestellt. Auf jeden Fall macht er dann dicht und meint, er will mir ja gar nichts mehr geben. Und da hatte ich keine andere Wahl. Da musste ich ihn auf den Pott setzen und ich habe ihm gedroht, etwas zu erzählen, wo er seine Arbeit verlieren wird, wenn der Chef das erfährt. Habe ich ihm gedrohen müssen. Er meinte dann, ja, du erpresst mich. Ich so, ne, das kann wohl nicht sein, ja, weil es geht um meinen eigenen Schuh. Erpressung ist irgendwie, denke ich, etwas, wo du etwas haben willst, was dir nicht zusteht. Ich will meins, was mir gehört. Und zwar nur und ausschließlich, was mir gehört. Das will ich haben. Und wenn ich das bekomme, halte ich auch meinen Mund. Ja? Dann ist jeder glücklich, dass der mich überhaupt dahin bringen musste, sowas zu tun. Ja? Aber es ist auch das erste Mal, wo ich nicht mehr Opfer war, wo ich mich tatsächlich mal gewehrt habe. Und bis zur letzten Sekunde hatte ich Angst, dass es drauf ankommen lässt und ich das auch umsetzen muss, was ich ihm da gedroht habe. Ich habe mich immer gefragt, hätte ich es gemacht, hätte ich es nicht gemacht. Ich denke, wenn ich nichts bekommen hätte, hätte ich es gemacht. Aber wie gesagt, bis zur letzten Sekunde habe ich gezittert. Und dann hatte er Hilfe von dem Mann, von dieser Frau, die schrieb, na und? Von dem Mann hatte sie Hilfe. Also obwohl von, ja, hatte er dann Hilfe und die haben das dann gepackt, dass es klappen konnte, bis der Umzugsunternehmer da kam. Und der erzählte mir, als sie da waren, also der Einzige, dass das überhaupt klappen konnte, war der Mann von ihr. Ja, ihm habe ich das zu verdanken, dass überhaupt was bereitstand. Der hat alles organisiert. Seine Frau oder Freundin hingegen, zu dem Zeitpunkt Freundin, stand nur da wie die Flodder am Qualm, einen nach der anderen, und hat die nonstop angenölt. Dann hat sich einer der Umzugsleute verletzt an irgendwas Scharfkantigen und hat das Blut, das Bein hat geblutet wie verrückt. Die haben dann weder Verbandszeug gegeben, also nicht mal das, wobei das ja Umzugsleute sind, die dafür gar nichts können. Die haben mit mir nichts zu tun. Die sind engagiert und haben dann Geld für gekriegt, dass sie das machen. Nein, die haben sich hingestellt, sie und wie ich das gehört habe, noch ein paar andere Nachbarn. Ein paar andere Nachbarn und haben den Umzugsmann ausgelacht. Wie verdammt krank ist das denn? Ja, jemand, der damit nichts zu tun hat und sich verletzt hat und ihm läuft das Blut in Strömen das Bein runter. Auszulachen. Also, da zweifelt's an meinem Verstand. Diese Menschen hatten verdammt nochmal nichts damit zu tun. Ich habe dann dem Mann aber von ihr eine Nachricht, eine SMS geschickt, wo ich mich bedanke. Ja, weil es ja halt ohne ihn nicht gegangen wäre. Dann kam dann von ihr, ja, ich habe mitgeholfen. Ne? Also sollte ich habe auch mitgeholfen. Nein, Scheiß hast du mitgeholfen. Ja. Also ehrlich. Echt. Dann habe ich dann auch mal gesehen, wie hässlich manche Menschen im Wesen sein können. Wirklich hässlich. Und warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil es sein kann, dass auch du mit solchen Menschen rechnen musst. Ja, die sich dann auf die Seite des Täters stellen. Einfach weil er so schön überzeugen kann. Warum auch immer. Und sich gegen dich stellen. Du, es kann sein, dass du Menschen gegen dich hast. Aber guck mich an. Ich sitze noch hier. Ich habe es geschafft. Und ich hatte nicht nur gegen mich. Dieser Mann hat mir geholfen.
Und ich hatte auch vereinzelt andere Menschen, die hinter mir standen, die für mich waren. Wenn es dir auch erscheint, dass sich alle gegen dich verschwören, wenn sich deine Nachbarn gegen dich verschwören, deine sogenannten Freunde, deine Familie, egal wer, wenn alles gegen dich zu sein scheint, es wird immer einen Menschen geben, der für dich ist. Und das bin ich. Und nicht nur ich. Es gibt viele, viele, viele gute Helfer in den Beratungsstellen zum Beispiel. Ja? In den Telefonnummern, die du hier unten siehst. In Frauenhäusern. Und es gibt auch Männerhäuser. Ich weiß, dass es die gibt. Die werden leider überhaupt nicht unterstützt, was ich echt total schlimm finde und richtig traurig auch für die Männer. Die haben überhaupt keine Hilfe und Unterstützung. Dabei geht es denen genauso schlecht, ja? Vielleicht sogar noch schlechter, weil keiner für die Verständnis hat. Die tun mir wirklich richtig leid. Und da finde ich auch, wenn ich könnte, würde ich da was machen. Aber leider habe ich keinen Einfluss. Aber es ist egal. Selbst in dem Bereich, wo es sehr verzweifelt aussieht. Selbst da, du kannst Menschen finden, die an deiner Seite sind. Du kannst Menschen finden, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch die dich beraten. Ich bin keine Beratungsstelle, also ich kenne mich nicht aus mit Rechten und Gesetzen und, aber es gibt andere, die das können. Also was auch immer sich gegen dich stellt, wer auch immer sich gegen dich stellt, es gibt immer jemanden, der für dich ist. Und das bin nicht nur ich. Du musst dir einfach Hilfe holen. Du musst gar nichts, du musst es lang genug, alles Mögliche. Müssen tust du nichts, aber es wäre schön, wenn du dir Hilfe holst. Dann kannst du die Erfahrung machen, die auch ich hatte, dass es trotzdem Menschen gibt. Es gibt Menschen. Du wirst neue Menschen kennenlernen, neue Freunde kennenlernen. Nicht von heute auf morgen, aber du wirst sie kennenlernen und sie werden dir helfen. Es gibt immer jemanden, der auf deiner Seite stehen wird, wenn du Vertrauen hast. Ja. Deswegen erzähle ich dir das. Ich hatte trotzdem auch dann Menschen, die mir geholfen haben. Letzten Endes ging es dann sogar so weit, als dann die Sachen endlich kamen. Da kamen wieder Kartons und Tüten mit. Staub und mir tat die Lunge weh. Ich bin dann zu einem Arzt gegangen, Lungenarzt, und habe die Lunge untersuchen lassen. Ja, weil ich dachte, Staub, zu viel Staub. Der sagte, die Lunge ist in Ordnung. Etwas später war ich dann allerdings bei einer Gastroskopie und der sagte mir, es ist alles blutig. Leider war bis dahin aber wieder jede Menge Zeit vergangen. Der erste Arzt, dem ich die Vermutung geäußert hatte, der Lungenarzt, dass eventuell vielleicht der irgendein Gift oder irgendwas da reingemacht haben könnte, hat mir davon abgeraten, das weiter nachzuverfolgen. Ja. Und ja, er sagte, es gibt eine Möglichkeit, es gibt, weiß ich wie viele Gifte, es gibt eine Möglichkeit, zur Polizei zu gehen, da musst du Anzeige erstatten, aber das wird schwer, das zu beweisen und kostet die 10.000 bis 20.000 Euro. Auf meinem Jakobsweg habe ich einen Polizisten kennengelernt, ich hatte das schon mal erwähnt, und der hat mir gesagt, das ist Bullshit. Also er hat es mit anderen Worten ausgedrückt. Ja. Dieser Arzt, sagte er, hat seine Kompetenzen deutlich überschritten. Du sollst auf jeden Fall trotzdem, wenn du sowas vermutest, zur Polizei gehen. Also der hat mir mehr Angst gemacht, als mich aufgemuntert, das zu machen, dorthin zu gehen. Lass dir keine Angst machen. Ich sagte ja, es können viele Menschen gegen dich sein. Selbst so ein Arzt. Weiß ich warum. Aber es gibt immer auch welche, die sind für dich. Ich war nie bei der Polizei, weil ich immer Angst hatte und weil ich, ja, dachte, mir glaubt ja eh keiner. Aus heutiger Sicht würde ich das, denke ich, anders machen, auch wenn es schwer ist. Ja, das wollte ich dir unbedingt noch mitteilen. Lass dir keine Angst machen. Und vor allen Dingen, wenn er gemeint hat, ich kann das ja tatsächlich nicht beweisen, weil es wurden keine Untersuchungen angestellt. Habe ich nicht veranlasst. Aber falls er gemeint hatte, er könnte mir schaden, mit was auch immer da drin war in den Tüten, wenn dann was drin war, hat er mir eher geholfen, weil ich wäre wahrscheinlich nicht zu Gastroskopie gegangen, wenn das nicht gewesen wäre. Und dann hätte man auch nicht entdeckt, dass ich böse Zellen in meiner Speiseröhre habe. Und durch die regelmäßigen Untersuchungen dort, die ich machen muss, kann man das im Auge behalten. Und ja. Wenn man etwas im Auge behält, kann man dann auch rechtzeitig erkennen, wenn sich was verändert. Also werden dann Gewebeproben entnommen, also Biopsien davon.
Und dann geguckt, ob sich da was verändert. Und das kann mir irgendwann den Arsch retten. Oder ich sag mal so, ich nehme jetzt auch noch Tabletten, die da mir helfen, das alles hinauszuzögern, so. Ja. Also, falls er mir schaden wollte, muss ich ihn leider enttäuschen. Er hat mir sogar dann irgendwie noch damit geholfen. Auf eine ganz perfide Art und Weise und sicherlich nicht gewollt. Und abschließend, was meinen guten Freund angeht, kann ich auch noch mal eins hinzufügen. Etwas später kam dann von ihm die Nachricht: Ach, ihr zwei Schnuckels, dann kam dann wieder die Schnuckeltour, so in etwa. Ja, wir sollten aufpassen beim Umzug, dass uns nichts passiert. Dachte ich, danke für die Warnung. Hast du das etwa gewusst? War da etwa tatsächlich was dran? Ne? Und du schreibst mir das hinterher? Du warnst mich nicht rechtzeitig? Dann habe ich gesagt, ach so, und übrigens, du sprachst mich doch auf deine Schallplatten an. Du hast meine Schallplatten, beziehungsweise nicht mal meine, sondern die von meinem Vater hast du. Ja, echt, 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 ich schicke sie dir, bis heute ist nichts da. Ah, kann mich auch mal. So viel dazu. Die Folge ist jetzt extrem lang geworden, aber ich wollte die gerne abschließen mit meinen Erfahrungen, damit ich im nächsten Jahr mit den Erklärungen weitermachen kann, das noch ausführlicher zu erklären. Ich habe das zwar angerissen, aber es, ja, da geht noch was. Das kann man noch besser machen und noch ausführlicher. Und das möchte ich auch, weil ich denke, wenn du die Dinge besser verstehst, was da abgeht, die ganzen Strukturen, ja, dann fällt es dir auch leichter, deine Gedanken zu ordnen. Und wenn du die ordnen kannst, ist es auch leichter oder erscheint es mal wahrscheinlicher, dass du dich löst. Nicht heute, nicht morgen und ja, wie auch immer. Es ist die letzte Sendung jetzt in diesem Jahr und ich wünsche dir vielleicht als neuen Vorsatz, wenn du sowas machst, dass du die Beziehung, die du hast, noch einmal überdenkst. Dass du dein Leben überdenkst, dich überdenkst, deine Situation überdenkst. Ja, und keiner sagt was von Eile. Du hast Zeit. Aber vielleicht magst du im nächsten Jahr mal das überdenken. Und ich möchte auch im nächsten Jahr für dich da sein, so gut ich es eben kann. Ich habe schon mal erwähnt, ich habe ja keine, leider keine Fernsehsendung. Ich bin auch kein Profi, das hast du gesehen. Die erste Sendung war noch total hibbelig, weil ich so viele Gefühle und Emotionen hatte, die, ja, und ich habe sowas auch noch nie gemacht. Aber ich gebe wirklich mein Bestes, weil mir das Thema am Herzen liegt. Ich meine, das merkst du. Ich, ja, möchte gerne dir das Gefühl geben, dass es ein Leben danach gibt. Das gibt es. Es ist jetzt 4 Jahre her, dass ich weg bin. Es gibt ein Leben danach. Und das möchte ich dir zeigen. Zum einen. Und zum anderen möchte ich ein bisschen, ja, dir ein paar Gedankenanstöße geben, die du in deine Überlegungen mit aufnehmen kannst. Und ja, nochmal Mut machen. Und wenn du schon 20 Mal im Frauenhaus warst und zu ihm zurück bist, das 21. Mal, kannst du immer noch gehen. Das ist das 40. Mal. Es ist nie zu spät zu gehen. Es ist nur zu spät zu gehen, wenn du tot bist. Aber vorher, bevor der letzte Vorhang gefallen ist, gibt es kein zu spät. Da ist jeder Tag dann ein Gewinn für dich. Bis nächstes Jahr. Mach's gut.